Welche Ernährungsweise sollte man einhalten, wenn man den Darm aufbauen möchte? Kein Gluten, keine Milchprodukte, wenig Kohlenhydrate. Grundsätzlich so natürlich wie möglich. So natürlich wie möglich, das heißt wenig Nahrungsmittel, die die Industrie hergestellt hat, keine fertigen Nahrungsmittel, keine Fertigmittel, keine fertigen Mahlzeiten, die man dann am besten nur noch in die Mikrowelle schiebt, sondern so, wie die Natur es vorsieht, so natürlich wie möglich. Frisches Obst, frisches Gemüse, frischen Salat. Vorsicht mit Salat, abends spät noch. Viele verdauen das oder vertragen das dann nicht mehr. Gerne auch mal Kohlenhydrate dazu, eine Nudel oder ein Reis, aber bitte immer dran denken: 2 Drittel natürliche Lebensmittel, 1 Drittel dazu ein Reis oder eine Nudel oder eine Kartoffel. Ja, eine Kartoffel ist auch natürlich, aber eine Kartoffel hat eben auch durch die viele Stärke einiges an Kohlenhydraten. Die Kartoffel ist basisch, die Stärke ist auch wiederum gut für die Darmbakterien. Zu viel Kartoffeln sind aber auch nicht okay. Die Balance ist es. Also natürlich, Essen, das ist das Beste, biologisch gut verwertbar, biologisch wertvoll. Versuchen Sie, wenn es geht, im Bioladen einzukaufen, gerade Obst, Gemüse und Salat, das wäre schon gut.